Genau, weiter geht's am laufenden Band aus dem Schwarzwald in Schönau. Da erreicht uns schon vor vielen Jahren die Nachricht von den Energierebellen. Und ihr habt, glaube ich, bundesweit vielen Menschen Mut gemacht für den Aufstand gegen die großen Energiekonzerne. Jetzt ist hier Eva Stegen, du bist bei den Elektrizitätswerken in Schönau mit aktiv. Und du hast vor allem gesagt, du willst noch mal etwas sagen dazu, was wirklich jeder vor Ort tun kann. Dankeschön. Ja, tatsächlich, wir sind mit mehreren Leuten hier aus dem tiefen Schwarzwald angereist und unsere Geschichte ist wirklich, es ist im Grunde, es ist ein wahres Märchen. Wir haben angefangen nach 1986, nach dem Beginn der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, mit einer kleinen Bürgerinitiative, genauso wie es sie bei euch überall auch gab. Und daraus ist ein bundesweiter Ökostromversorger geworden, einer von vier Unabhängigen und einer von denjenigen, mit deren Hilfe ihr den großen Konzernen RWE, E.ON, Vattenfall und EnBW den Geldhahn abdrehen könnt. Ich denke, dass viele von euch das schon getan haben, aber dann will ich euch erzählen von meiner Freundin Susi. Susi ist ganz häufig auf Demonstrationen. Und die ist auch irgendwo zwischen euch. Und ich will euch bitten, Susi finden zu helfen, genauso wie ihr die SPD-Leute gerade gefunden habt, als Jochen es angesagt hat. Susi rennt auf jede Demo, finde ich gut und wichtig, und gibt aber immer wieder an E.ON und Vattenfall ihr Stromgeld mit dem Effekt, dass teuer bezahlte Lobbyisten bei Merkeler und Hannelore Kohlekraft auf dem Schoß sitzen und ihr den Koalitionsvertrag diktieren. Und Susi kapiert es nicht. Kann ich bitte nochmal alle von denen, könnt ihr euch mal zeigen, diejenigen, die schon zu einem anständigen Stromversorger gewechselt haben? Und diejenigen, die nicht jubeln, guckt euch genau um. Die packt ihr euch gleich und dann erzählt ihr ihnen, wie einfach das ist, den Geldhahn abzudrehen. Vielen Dank. Super, vielen Dank.